Nationalspieler, Kneipenkenner, Journalist oder ganz einfach nur Knipser vom Dienst. Unser heutiger Studiogast hat so einige Bezeichnungen inne. Aber am liebsten hört er auf den Spitznamen Harry. Ich freue mich heute ganz besonders, dass der Stürmer von Altona 93, Mario Jokschak, bei uns ist. Hallo Harry. Grüß dich. Schön, dass du hier bist. Guten Morgen. Ja, Harry. Am Freitag habt ihr gegen St. Pauli gespielt, gegen die Amateure. Habt unentschieden gespielt. War das eigentlich für dich eine Art Testspiel oder bist du ernsthaft noch der Meinung, dass ihr St. Pauli vom Thron stoßen könnt und dann Meister werdet? Natürlich, wir wollen Meister werden. Klar, will ja jeder, ne? Aber man muss schon sagen, dass Pauli richtig gut ist. So, und da gibt es, glaube ich, wenige Mannschaften in der Liga, die das Wasser reichen können. Wir haben das annähernd geschafft, aber die einzuholen ist, glaube ich, nicht wirklich machbar. Vielleicht kommst du ja nochmal über deine alten Tage hinaus und wirst Altona ganz nach oben schießen. Das werden wir in den nächsten Wochen sehen. Aber St. Pauli und die Bundesliga sind eigentlich ein ganz gutes Stichwort. In der Bundesliga ist Borussia Dortmund auf Platz 1 zurzeit, Tabellenführer. Die haben einige Nationalspieler jetzt, neue Nationalspieler. Das passt eigentlich auch ganz gut zu dir. Du hast nämlich auch mal bei Borussia Dortmund gespielt, warst auch mal Jugendnationalspieler. Bist damals von Eintracht Schwerin ins Dortmund-Internat gewechselt. Woran hat es denn eigentlich gelegen, dass du dann dich da doch nicht durchgesetzt hast? Hast du dann dich doch mehr aufs Feiern konzentriert oder warst du schlichtweg einfach zu schlecht? Ne, ich bin ja grundsätzlich erstmal runtergegangen, um diese ganze Ära, die jetzt ihre Früchte trägt, einzuläuten. Ne? Aber dann sind tatsächlich ein paar Sachen passiert und ich glaube, ich würde lügen, wenn ich andere Gründe suchen würde, als nicht bei mir selbst. Gib doch mal ein Beispiel, wenn du schon sagst, andere Geschichten. Ich habe die Großstadt kennengelernt, sage ich es mal so. Ne? Schnell gute Freunde gefunden da im Ruhrpott und wenn du dann mit 17, 500 Kilometer von zu Hause weg bist, ist das nicht immer so einfach. Da lässt man sich gerne mal ablenken und das habe ich ganz gut mit mir machen lassen. Und deswegen sitze ich heute hier und nicht im Sportstudio. Andere Mitspieler von dir sind einen anderen Weg gegangen, haben sich im Profigeschäft durchgesetzt. Erzähl unseren Zuschauern doch mal, welche deine bekanntesten Mitspieler damals waren oder heute noch sind. Viele spielen mittlerweile in der zweiten Liga, aber ja, Guy Demel kennt man sicherlich. David Odonkor, der irgendwo in Spanien auf der Plantage arbeitet, jetzt momentan. Und von Pauli halt. Ne? Moritz Volz, Matthias Lehmann, mit denen habe ich damals in der Nationalmannschaft gespielt. Aber die kennen mich weniger als ich sie mittlerweile. Du bist dann natürlich einen anderen Weg eingeschlagen oder hast einen anderen Weg eingeschlagen. Du bist von Dortmund dann zu Kickers Emden gewechselt, bist von Emden dann nach Hamburg gegangen, zu Altona 93. Das war dein erster Club in Hamburg. Richtig. Jetzt ist natürlich ganz interessant, in Hamburg kennt man dich eigentlich nur unter Harry. Harry Jokschak. Mario ist eigentlich schon verpönt, würde ich mal behaupten. Wie ist dieser Spitzname überhaupt zustande gekommen? Also Mario sagt grundsätzlich fast wirklich nur noch meine Mutter, wenn ich am Mittagstisch sitze. Ansonsten ist hier eigentlich Harry gang und gäbe. Das habe ich Herrn Laschkowski, den ich natürlich auch freundlichst grüßen möchte, Richtung Ostwestfalen, zu verdanken. Mit dem habe ich damals in Altona zusammengespielt. War eine Zeit lang verletzt, kam dann wieder, habe ab und zu mal die Kiste getroffen und dann entstand irgendwie der Knipser und da war ja auch Harry de Chever noch aktiver Fußballer. Ich glaube, da sogar in Dortmund zu der Zeit. Und durch meine Vergangenheit haben sich dann da 15 Brücken gebaut und ich wurde 6-mal Harry genannt und dann irgendwie nur noch, ja. Und dann war das so. Also Harry de Chever, der Knipser, Mario Jokschak, alias Harry auch als Knipser. Jetzt ist es ja so, dass du nicht nur bei Altona 93 für Tore sorgst, sondern auch in einer Freizeitliga, die du mit mehreren Freunden gegründet hast, also ein Freizeitteam namens Dynamo Barmbek. Jetzt habe ich mir mal ganz genau angeschaut, wer da eigentlich mitspielt. Bombentruppe. Eine Bombentruppe, ja. Ganz vernünftige Mannschaft. Ist es aber eigentlich Voraussetzung, dass man da aus dem Osten kommt, um da überhaupt in dieser Mannschaft mitspielen zu dürfen? Man hat es definitiv einfacher, wenn man Ostdeutschland im Pass stehen hat. Da achten wir schon drauf, aber wir schleppen ja auch einen Wessi mit durch, Herrn Harms vom SC Sperber, der sich auch ziemlich dagegen sträubt, als Ossi anerkannt zu werden, weil natürlich ganz Hamburg immer denkt, wir sind nur Ossis. Und Harms gehört dementsprechend auch dazu. Das ist nicht der Fall, aber ansonsten sind wir alles Ossis und das ist auch gut so. Harms also als Quoten-Wessi. Richtig. Aber wir gehen nochmal auf eine ganz andere Sache zu und zwar, du bist Journalist bei Blog trifft Ball und bist auch dafür bekannt, dass du... Praktikant. Ja. Gut, nennen wir es so. Auf jeden Fall bist du dafür bekannt, dass du ziemlich verrückte Sachen machst. Und deshalb frage ich dich, wann sehen wir dich im Selbstversuch, darüber zu berichten, über das
Zusammenleben von dir und Lothar Matthäus im Dschungelcamp. Ja, wenn du das organisierst, dann geht's los. Wenn du möchtest, können wir uns auf jeden Fall gerne darum kümmern, dass du mal beim Dschungelcamp vorgeschlagen wirst. Ja. Ob dann Lothar Matthäus dir dann wirklich die Ehre gibt, zeitgleich da aufzuschlagen, kann ich dir natürlich nicht verbieten. Was willst du mit dem Mann im Dschungelcamp? Ich meine, der ist eine... Lohnt sich das? Guckt das einer? Also eher wegen mir dann, als wegen ihm. Ja, wahrscheinlich wegen zumindest dir. In Hamburg. Ja. Können sich die Hamburger Fans denn, Amateurfußballfans denn über so etwas freuen, über so einen Auftritt? Wenn sowas zustande kommt, bin ich sicherlich der Erste, der mitmacht. Ich habe ja schon überlegt, ob ich mich bei Big Brother bewerbe, aber das lässt Blocktriffball nicht zu. Harry, ich danke dir. Gerne. Ich hoffe, dass du in Zukunft nicht nur Mario genannt wirst, sondern Harry und dann auch dem nachgehst, was der Name für eine Bezeichnung hat. Also weiterhin knipsen. Viel Erfolg. Vielen Dank. Gerne. Wir haben den wahren Namen Harry Jokschat noch einmal aufgedreht und wissen jetzt ganz genau, warum dieser so heißt. Harry de Gever alias Harry Jokschat. Ich hoffe, dass er auch weiterhin bei Altona knipst, vielleicht die St. Pauli-Amateure vom Thron stößt und dann auch die Meisterschaft feiert. Tschüss und auf Wiedersehen.